herzlich willkommen zurück in Tarkov. Ich bin unterwegs mit meinem Freund Stefan, aka Canis Majoris. Und es wäre eine super Sache, wenn ihr uns rechts unten bzw. mir ein Like und vor allem ein Abo da lasst und die Glocke in meinem Kanal-Interface aktiviert, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid. So, jetzt habe ich euch genug vollgelabert. Viel Spaß mit dieser Folge aus Tarkov. Okay, die Wumme sieht echt ein bisschen billig aus, die ich jetzt habe. Alter, dein Typ Junge. Alter, deine Waffe! Das ist schon irgendwie niedlich, oder? So. Ja, ich hab ZB 1012, 1011, ja. Old Gas Station. Ja. 1011, 1012, Old Gas Station, passt. Dann, warte. Okay. Das sind alles so Punkte, wo ich noch nie entkommen bin. Ja gut, das ist alles auf einem Haufen. Hallo, ist hier Lagerhalle. Ja, warte, hier ist noch so ein Posten. Ist ja keine Lagerhalle, Alter. Nee, da hinten ist keine Lagerhalle. Also nein, ich meine das hier ist keine Lagerhalle. Das ist eine kleine Lagerhalle. Okay, ne, Mikrolagerhalle. Okay, also alles, was sich bewegt, ist feindselig. Nein. Also außer ich. Nur um auf einen Nenner zu kommen, ne? Geil, ich habe ein USB-Ladegerät gefunden. Cool. Ich kann mein Handy laden, geil. War gerade ein Schuss irgendwie, gell? Ja, nee. Irgendwas so. Okay, meine Wumme ist echt richtig niedlich. Wenn wir Scavenger spielen, ist das da komplett hier random, ob wir PMCs sind oder. Nee, Scavenger bist du Scavenger. Die PMCs sehen ja schon ein bisschen anders aus. Ja, aber wenn wir Scavenger spielen? Ja. Hast du gesagt, spielen wir gegen PMCs, gegen andere Spieler? Ja, und gegen andere gegen NPC Scavenger und NPC ja, und Spielers. Aber wo kommen die PMCs her? Starten die in Custom Match oder? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, ja. Also jetzt sind auf der Map sind Scavenger unterwegs. Starten nicht auch Scavs unter. Ja, ich gehe davon aus, ja. Hier ist eine Waffenkiste. Echt? Ja, zu was? Was ist für eine Scheiße hier? Geil, hier so ein Drucker mit Scan-Funktion, den wir hier gerne mitnehmen. Ist ja cool. Wollte mich gerade aufregen, wo ich Tab aufgemacht habe und mein lausiges Equip und gesagt, so, boah, würde schon sagen. Ich habe nur Pech als Gav, aber ich habe ja die Drecksausrüstung selbst ausgewählt. Ja, bist du oben? Ja, Mann. Was gab's in der Kiste? Nur Munition, also nur Mümmeln. Schlecht. Ich glaube sogar hier für deine Knie hier. Das sind Schüsse. Und zwar schon 2, 3. Warst du dann im hinteren Eck oder was? Ja, genau. Dann guck ich mal, ob das so meine Wumme ist. Also, SP7 gemacht. Hier GZH. Ich hab PM 9093. Okay. Wo bist du hin? Dort in der Ecke, warte, du bist vor mir. Alles klar hin. Da läuft was, oder? Da moved. Hier ist ein Baum, oder? Ja, das ist ein Baum, der hier so abspackt. Krass. Es macht meinen Kopf kaputt, wir gehen hier raus. Oh. Anderer Eingang. Folgen Sie mir unauffällig. Genosse. Jetzt sind wir gekommen, oder? Ja. Egal, dann laufen wir hier lang. Aber Schüsse kamen aus der LKW-Richtung, richtig? Nee, aus der Richtung, dort wo wir gerade hinlaufen. Ja, ist umso besser. Kein Problem. Mit meiner Waffe fürchte ich. Ja, ja, die weder, sieht man nicht mal bei dir in der Hand. Weder Tod noch Teufel, die denken alle, ich wäre unbewaffnet. Unten im Container ist noch eine Kiste. Warte mal, ich gehe noch kurz runter und loote die Kiste. Vielleicht da? Aber vielleicht ist da irgendeine Wumme oder sonst irgendwas Brauchbares drin. Oder wahrscheinlich halt auch nicht. Alter. Bist du gerade gerannt? Ja.
Digga, du machst mich fertig mit deinem Gerenne, echt. Gerade Todesangst. Schockt er hier in der Gegend rum, was stimmt mit dir nicht? Boah, gemütliches Bett. Geil. Die Matten sehen auch nicht schimmelpilzig aus. Gut, hier runter. Also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Von links kommt Spieler. Das war jetzt gar nicht in meinen Nachrichten. Die gute ist, wir leben noch. Die schlechte ist, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ah, ist das der Fluss? Okay, dann weiß ich, wo wir sind. Lass dahin. Lass über die Brücke gehen, ja? Jo. Das ist quasi der reverse Weg, den du vorher genommen hast. Und ich finde ja, eigentlich ist es hier ganz cool, wenn wir am Zug entlang laufen, weil wegen Deckung und so weiter und so fort. Muss die Nutella-Bahn die jetzt durchkriechen, oder geht das nicht? Nee, das geht nicht. Das wäre zu einfach. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Wir müssen wahrscheinlich... Hä? Müssen wir jetzt echt hier um den Zug komplett... Warte mal, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder ist der Zug so quasi... Nee, hier kommst du durch. Wo? Ah, hier. Unter dem Hohenwaggon. Boah, wie man hier einem direkt ins Gesicht schießen kann, wenn du so kriegst, gell? Ja, hier lang, andere Richtung. Ja, genau da. Mal zur Mauer moven. Es ist ruhig. Zu ruhig. Oder? Ja. Hier ist es verdammt leer auch gewesen. Also in diesen Bus gehe ich nicht mehr rein, da habe ich voll Angst. Weil wenn du dich mit der Waffe drehst, also ich weiß nicht, ob es mit der Pistole auch so ist, dann schlägt er die Scheiben ein und dann klirrt es voll irre und du denkst, du wirst überall beschossen. Das ist total krank. Wer kennt nicht den guten alten Kamatz? Ja, eben, der Kamatz. Einfach ein toller Hersteller. Der Wolle hat wohl anscheinend hier Lizenzen gegeben. Echt? Ja. Gibt's die Marke? Der Wolle. Ach, Chevrolet, ich dachte Kamatz jetzt. Den Kamatz kenne ich nicht. Wer weiß. Guck. Ah, nee, okay, mit Pistole. Oder sie haben's gefixt. Kann natürlich auch sein, weil immer wenn du dich gedreht hast, hast du ja alle Scheiben eingedeppert. Es gibt in dieser Mall-Map auch so einen Ikea- und Obi-Nachbau. Der Ikea heißt Idea und der Obi heißt Olli. Großartiger Laden, dieser Olli-Laden. Schüsse auf uns. Ich glaube, es war einer unserer russischen Freunde. MPs. Ja. Von wo? Weißer Transporter. Ja. Ich guck mal, ob ich... Bei Weißer Transporter unsere Laufrichtung. Okay, das Gebäude ist voll für die Katz. Da ist aber noch jemand, oder? Nee. Alter, hat er dich erwischt? Nö. Du hast hab ich. Du hast einen Hit gefressen, definitiv. Nein, hab ich nicht. Ah, Alter, da kommt einer. Das ist, weiß ich nicht, was es ist. Entweder ein NPC, der mir dicken Headshot verpasst hat, oder ein anderer Spieler. Um die andere Ecke. Hab ich. War NPC? Ja, was da los? Komm. Hä? Er hat mir die Brust geschossen. Und ich war direkt tot. Junge.
Was? Also diese One-Shots sind ein bisschen krank in dem Spiel, also ganz ehrlich. Oh Mann. Watch, bis du da bist. Ja. Auf mich wird gleich geballert wie ein Verrückter. Echt, auf dich? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Oh, doch, Alter, wohl. Lass hier mal gleich weg. Nimm es. Warte mal, das ist hier hinter. Und jetzt nicht auf uns. Er kommt nicht lang. Sieht aus wie so ein russischer Jäger irgendwie so. Komm, lass hier, ja, weg. Nee, lass hier an der Mauer lang, oder? Ah, gleich direkt drauf. Das ist ja derben. Ja, okay, ja, gut von mir. Du hast eine Degrewurm, ich habe nur Pistol. Wie geht das Flashlight an eigentlich? Hä? Wie hast du das Flashlight angemacht? Hey. T. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sterben gleich. Du musst abchecken, was du von dem Wurm hast, ne? Rotflinte. Okay. Container? Weiß es nicht. Dann lass da mal rüber moven, oder? Ja. 3, 2, okay. 3, 2, was habe ich überhaupt? Ich habe dafür ein bisschen was an Medi-Zeug, das passt schon. Ich habe übrigens viel Munition für das Ding. Weil meine Primärbewaffnung ist beschissen, aber sonst. Ja, gut, lass hier mal vorpirschen. Also, ich glaube, es ist Crossroads, ne? Hä? Das hier wird Crossroads sein, wo wir sind. Weiß ich nicht. Oh nein, mein. Also meine Extraction Points sind Warehouse 4, Old Gas Station, Trailer Park. Warte. Warehouse 4, das ist auch meiner. Ich habe 4 okay. Extraction Points. Ich weiß, wo Warehouse 4 ist. Okay. Einfach hier Geronimo. Ich denke, die Schüsse sind eigentlich. Also, die waren mal näher dran, aber jetzt. Beleichen. Okay. Zweite auf der Straße, oder was meinst du, weiter vorne? Ja, die weiter auf der Straße, ja. Na gut, so weit gehe ich noch nicht. Das traue ich mich dann noch nicht. In so einem Shop. Toll. Der Shop ist mal voll für die Katz. Ich würde mal aufstehen, Alter. Ich lieg's gerade so dermaßen auf dem Präsentierteller, das ist halt wirklich hart. Sieht derb geplündert aus. Was hat er gehabt? Nicht. Ja, war Muttern. Optimal. Jetzt hast du seine Mutter. Seine Mutter jetzt, ja. Seine Mutter. Da liegt auch einer. Liegt der bitte auch so bescheuert da? Ja, Bane angewinkelt. Ja. So, so sieht man aus, wenn man ins Gras beißt, merkt ihr das? sieht nicht so gut aus. Ja, jetzt haben wir dafür einen coolen Banditen-Look zugelegt, nice. Wow! Na. Oh. Den will ich töten, der hat eine coole Wumme, oder? Ja. Nur dahin? Geh dort rein. Er würde uns wahrscheinlich auch töten wollen. Oh, oh, ich weiß, wo wir sind. Jetzt verflucht noch eins. Stellt sich halt schon ein bisschen dumm an, da über die Schwelle zu laufen, gell? Ja. Das ist cooles Licht. Alter!
Tipp mal bei diesen Wegen, hinter diesem Laster, den Tanker. Hören wir den jetzt? Den Tanklaster? Cool. Ja. GTA-Style. Sie haben auf jeden Fall Meinungsverschiedenheiten. Ich fühle wieder diese negativen Vibes. Vorsichtig sein. Ist den Typ nicht durchsucht, der da lag? Nee. Ich durchsuche ihn, aber der hat eigentlich nichts, glaube ich. Der hat Shotgun Shells, geil. Bist du weiter vorgezogen? Ja. Ist er weg. Thunfisch, geil. Komm hinter dir. Auf einmal ist halt so still, das ist komisch. Und das Gelände hier ist halt der absolute Tod, wo du gerade läufst. Ja, genau, Rich. Mega Wide Range, das ist doch kacke. Hier, der die Spieler ausschaltet, what the fuck? Ja, der läuft hier durch und der zieht so eine richtige Schneise der Verwüstung irgendwie vor uns, gell? Warte, was war das denn? Der Lario! Hast du dem gerade einfach mit einem Shotgun-Schuss die Lichter ausgeblasen? Der hat den, lass ihm die Knifte raus! Er muss halt muss aufpassen, Digga, wir sind hier voll so. Der mit dem pinken Rucksack. Was hat der? Ja, irgend so eine Schrotti. Alter, der hat ein dickes Backpack, nimm das mal. Lol, das Ding hat einen Reflexscope. Hast du boah, ich würde so ausrasten, mich eher, wär Junge. Wir müssen aber dringend hier oben weg. Ja, Mann, der durchsucht noch, es war Zeppel 2137. Ich hab sein Dogtag geklaut. Oh fuck, Alter, das mit den Rigs ist sau behindert. Ich muss hier Zeug loswerden. Ich hab ein Dildo gefunden. Geil, gönn dir. Ah, lol, Alter, warum habe ich das Backpack gerade leer gemacht? Ich bin so ein Vollidiot. Ich bin so ein unglaublicher Trottel. Also in meinem Kopf geht manchmal irgendwas Komisches vor. Warum muss jetzt mein eigenes Rig, das ich ihm gerade genommen habe, durch das Searchen? Was ist los mit ihm? Hat er gecampt oder wollte er was looten? Ja, er hat, denke ich, gecampt. Ja, dann war es unehrenwert. Dann ist es sowas von verdient, eine Kugel gefressen. Kein Ehrenmann. Geil, wie lade ich die denn jetzt nach? What the fuck? Can't find not empty magazine. Du hast ihm auf jeden Fall so die Body Armor so dermaßen zusammengeschossen, die hat... Der war vor mir! Mit noch 182 von 466, die hast du ihm richtig abgeräumt. Ja toll, in diesem scheiß Gerümpel da... ist ja gar nichts. Okay, weiter, oder? Hier brauchst du irgendein Medikit oder so? Ich hab eins. Also kein dickes, aber es passt. Wir sollten weiter. Schüsse? Oder was auch immer? Ich weiß es nicht. Ich hab halt hier... Hatte der Munition dabei? Ja! AK-Magazine! Ja, das ist ja die ich hab, die Wumme. Ja, 5,54? Ja, 5,4539. Ja, da komm mal hier rein, Junge. Warte, ich schmeiß das Gelumpe hin. Dein Rucksack ist sowas von unglaublich auffällig. Hier, Discord. Warte, hier, Discord. Hier, das kannst du auch noch mitnehmen. Egal, ich hab gar nicht so viel Platz.
Der Hut, den kannst du auch verticken, gell? Okay, weiter. Warte, ja, ich will hier kurz noch checken, wie viel ich in den Magazinen habe. Ich kann dir auch noch ein bisschen hier Munition davon geben, da hat er übelst viel dabei. Das ist total buggy mit der Magazinanzeige. Mir zeigt's immer eins von zweiern. Ach, drauf geschissen. Es wird schon passen. Wenn ich dann halt zwei Schuss abgebe und dann ist die Wumme still, dann habe ich. Ich hab den so zerredet, den Kunden! Ich hab's gesehen von weitem. Ich dachte, der wäre tot. Lass mal weiter, wir sind nämlich nicht weit weg. Dicker. Ja, wo müssen wir hin? Oh. Ich check gerade. Alter, du bist übelst dick gepanzert. Ja, nur dass die Panzerung dank dir halt derb zerschossen ist. Ja, Entschuldigung, aber herzlichen reparieren. Glückwunsch. Den Kopf hast du mir nicht getroffen. Ich hab nur auf den Kopf gezielt. Okay. Das ist ihm schön ins Gesicht geschossen, vielleicht auch. Okay, wir müssen hier entlang. Da vorne links. Achtung, Stachel. Oh, Stacheldraht. Ich hasse Stacheldraht. Ist bei mir gerade dunkler geworden, irgendwie. Dein Rucksack sieht so dermaßen weird aus, den du da hast. Ist aber auch ein derber Leuchtturm, der Rucksack. Der wird, hat wahrscheinlich so viel Platz, oder? Ja. Aber es sieht halt echt scheiße aus und ist halt schon mega auffällig. The Warehouse 4 haben wir gesagt, hey? Ja, wir müssen hier jetzt rechts abbiegen. Ja, genau, ne? Das weiß ich jetzt auch. Das ist eigentlich direkt hier ums Eck? Genau. Auf jeden Fall raus hier jetzt. Ja, mal, wenn wir hier durch können. Ist hier offen? Ja, natürlich nicht. Wunderschön. Die Dinge könnten so einfach sein. Weißt du, wir müssen uns hier eine Wand durchbreachen? Ja, man, hast Semtex am Start? Wie zum... Müssen wir jetzt echt hier durchspringen? Durch die Tankstelle, ja. Oder durch den Draht durchjumpen. Boah, ich habe eigentlich keine Lust jetzt hier auf fiese Fights. Los, komm mit durch die Tankstelle durch. Ich habe zwar jetzt hier eine böse Wumme, die sprayt ja schon bitter rein, aber... Und ich habe so ein Reflexvisier. Ganz schön bitter. Ich habe aber eh kaum Platz mehr. Das könnte so einfach sein, ey. Truhe. Aber war als ob in der Truhe je was Gutes drin war, irgendwie, gell? Ja, Munition halt. Bleib drauf. Wo bist du lang? Ach ja, du bist bei mir. Boah, Junge, ist die Mauer hier eigentlich auch mal irgendwo... Hey, wir müssen außen rum. Junge. Und wieder hier die Nutella-Bande, die einfach zu unsportlich ist, um hier drüber zu jumpen. Einfach um das... Ach, nächstes Mal sollte ich nicht so viel fressen. Hier vorne geht's durch. Aber man findet halt irgendwie, was ich schade finde, auf den Maps recht wenig Waffen. Also um genau zu sein, keine. Also bisher. Meine Anzeige ist im Roten, ich muss gerade ein bisschen langsam tun. Also ich glaube, mein Typ kommt gerade, so wie er stöhnt. Ich hab nichts, Alter. Was? Was hast du nicht? Ich hab nur was für Nahkampf. Achso. Der hat uns ja geholfen. So, jetzt einfach geradeaus, hey. Ja, Mann. Noch ein bisschen weiter vor, gell? Das ist nicht, das hier dürfte nicht Warehouse 4 sein. Wir müssen auf diesen Platz passieren. Weiß. Ich sehe es auf der Karte. Okay. Das war eher eine Frage. Achso. Aber ich höre auch nichts schießen irgendwie. Hier ist Speed, oder? Ja. Ich weiß auch nicht, wie laut die Schalldämpfer hier in dem Spiel sind. Also ob das so... In manchen Spielen machen die ja schon ein bisschen Noise, aber in manchen Spielen machen die nur böp, böp, böp.
Das dürfte Warehouse 4 sein. Ja. Oh, lass uns da mal durchkommen, ey. Boah. Don't stop moving. Jawohl. Puh. Deine Runde. Ja, Mann. Es war zwar einfach nur, du läufst die Treppe hoch, machst Puck. Das war der Typ, der all die Typen da vernichtet hat auf dem Weg. Was zum Teufel? Der war echt, der war derb unterwegs, aber sein Höhenflug wurde mal richtig böse gestoppt. Ja, das ist jetzt halt toll, die Waffen, die ich habe und so weiter, die werde ich aber eh nie mitnehmen, wenn mir die viel zu schade sind, dass ich sie irgendwie, ich weiß nicht so. Weißt du, ich meine? Der Weg ist in diesem Game irgendwie so eine Hamster-Mentalität. Aber man kann irgendwie Items auch drehen in dem Inventar, aber ich weiß nicht wie. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, es ist so spät und es ist Zeit für heute aufzuhören und den Beutezug zu beenden. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst rechts unten ein Abo da, schaut auf meine Facebook-Page. facebook.com/endgegnerin-game, da seid ihr immer auf dem neuesten Stand und habt einen wunderschönen Tag. Nochmal danke fürs Zuschauen. Arrivederci.